Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Sorry für den harten Cut letztes Mal. Aber... ich wurde unterbrochen und musste dann schnell los. Bisschen blöd, aber naja. Bye bye. Bye bye. So, wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Irgendwo da unten, oder? Da drüben vielleicht. Okay. Also, das hat schon mal geklappt. Wie komme ich jetzt... da ist sowieso was Interessantes drauf. Wir haben noch drei. Die sind echt easy. Also vielleicht sind sie im Nahkampf dann heftig, aber die sind dumm wie Stroh. Bye bye. Apropos. Danke, Bär. Was? So, nein. Nein. So. Begib dich zu Platz in Platzform, ja. Plattform der Weisheit. So, wir die Prüfung der Weisheit? Ja, sehr, sehr weise ist das. Und dann soll ich runterspringen. Genau. Spring in die Schlucht. Warum sollte ich das tun? Bin ich bekloppt? Warte mal, ich versuche mal hier auf den Vorsprung zu hüpfen. Geht nicht. Er sagt, du bist ein Trottel, weil du in die Grube gesprungen bist. Aber er wird dir dennoch eine Audienz gewähren, weil du so unterhaltsam wie ein tanzendes Baby bist. Tut mir leid, hat er so gesagt. Hä? Wo bist du hin? Wer gewährt dir eine Audienz? Na los, sag was. Wir müssen herausfinden, wo die Wissenschaftler hin sind. Ja. Ach, wieso? Naja, egal. No, sprich mit Jabba-König. Ich bin also unterhaltsam wie ein tanzendes Baby. Tja, na gut. Also, eure Großartigkeit. Irgendwelche Wissenschaftler gesehen? Hat er die gerade ausgespuckt?
schaffen. Die einzige Lösung ist eine noch größere Gefahr. Tiefer im Dschungel ist eine Saurianer-Bruthöhle. Wir werden sie erheben und den Javan ihren Verrat heimzahlen. Seine Großartigkeit ist empört ob der Idee eines erhobenen Saurianers. Er sagt, sie sind zu dumm, um würdig zu sein. Er verlangt, dass wir in seinem Namen eine Herausforderung zum Kampf aussprechen sollen. Ach, nach all dem sicher. Ich weiß, wo die Saurianer-Bruthöhle ist. Es gibt in der Nähe ein Raumschiff unter einem Wasserfall. Da musst du hin. Na gut, ciao. Was für eine... Wie kommt man auf so eine Geschichte? Wie kommt man auf sowas? Saurianer gegen Chapa und... ich bin verwirrt. Naja, egal. Das kommt ja häufig vor. So. Und jetzt sollen wir wahrscheinlich das gleiche Prozedere bei den Saurier machen. Und dann... ja. Wo ist denn eigentlich unser Kumpel? Der Bot. Du hast das Labor gefunden. Ah, du bist darin so viel besser als ich. Genau wie alle anderen. Such nach zurückgelassenen Echos meiner Wissenschaftler. Naja. Grüße, kleines Ding. Hey, was geht hier denn irres ab? Du bist unser nicht würdig. Unser Wesen ist zu groß für dich. Erblicke unsere Unendlichkeit. Wir sind die Skellion. Wir sind eine kollektive Gesamtheit, den Sorgen des Fleisches entstiegen. Die Macher haben uns aus unserer fleischlichen Form erhoben. Doch sie wollten uns kontrollieren, also haben wir sie vernichtet. Cool, genau meine Baustelle. Ich soll euch eine Nachricht bringen? Wir stehen über deinen erbärmlichen materiellen Sorgen. Wir sprechen nur, wenn du beweist, dass du würdig bist zu existieren. Klar, versteht sich. Wieso? Eine Schwarmintelligenz also. Das ist genau meine Stärke. Hier, ich existiere noch. Gut, diese hier sind schwachen Geistes, gefesselt an den Fehlern des Fleisches. Setze deine Säuberung fort. Na gut, dann säubere ich mal die Dinosaurier. Komm schon, Schlappschwänze.
Nun, infinitesimales Staubkorn, welche Zwietracht bringst du den Skellien? Ciao. Okay. Jetzt komme ich zur Königin. Auf der anderen Seite der Schlucht ist ein großer Affe, der gerne kämpft und sagt, dass ihr dumm seid. Diese haarige Kackmus hat ausgesagt. Er ist dran, aber sowas von. Herausforderung angenommen. Der Kampf findet statt, wo alles begann. Und jetzt hinfort! Wo ist die hin? Er hat was gesagt? Oh, was für ein Kack. Gut. Naja, abgedreht ist Borderlands 3 weiterhin. Das ist sehr gut. So. Ich hol mir mal wieder Munition. So, oh ne, echt jetzt? Ich hab euch doch schon alle getötet. Boah. Was? War das schon alles? Ah, hey. Oh, hey. Wo kommst du denn her? Schräge Geschichte. Sieht so aus, als würden diese erhobenen Saurianer gegen diese erhobenen Jabba kämpfen. Du hast sie dazu gebracht zu kämpfen? Oh nein, wie schrecklich. Wenn Bobo und die Skellen sich gegenseitig töten, habe ich nichts erreicht. Moment. Wenn ich dich dafür bezahle, in den Kampf einzusteigen und zu gewinnen, hätte ich was richtig gemacht. Los, sei mein Champion. Ich bezahle dich fürstlich. Du hast doch nichts. Okay, viel Spaß. Wieso ist der so leise? Knarrenaffen und Laserdinos? Gehen wir es an. Ich will zuschauen. Das ist geil. Echt, die Königin stirbt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die Königin gewinnt. Das war lustig. Kann ich jetzt mein Geld haben? Dein Gewinn, guter Champion. Und jetzt die Registrierung meiner neuen Bezeichnung auf meinem Identitätschip. Hm? Update gescheitert? Oh Mann. Oh. Cool, 5000. Nicht schlecht. Aber ich hätte echt gedacht, dass der Saurier ja, dass der ein bisschen mehr Ramazamba macht. Das ist geil. Das ist hier schick. Ja, nee.
Okay, der Saurier hat auch nichts verloren. Na schön. Das war mal was Neues. Gut, dann würde ich mal sagen... Ja, nee. Ja, machen wir die Hauptquest weiter. Wohin? Wohin? Ja, einfach wieder. Ups. Nach geradeaus. Gut. Dam, 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 dam. Ich ignoriere dich mal. Und dich auch. Ja, und euch auch. So. Ach so. Mir kam gerade, dass ich ja hier einfach so rumspringen kann. Ah, verdammt. Aber egal. Wurschti, wurschti. So. Wo sind denn nur alle? Ich bin hier. Schurken, bitte melden. Hört ihr mich? Darf ich sprechen? Schlitzohr, gut, dass du da bist. Schlitzohr. Ich kann etwas Hilfe gebrauchen. Ich gehörte mal zu einer Schmugglercrew, die sich die Schurken nannte. Ich habe sie gebeten, das Schlüsselfragment zu finden und das taten sie auch. Sie infiltrierten die KDK und tauchten ab. So tief, dass ich die Schweine jetzt nicht mehr finde. Du musst sie für mich aufspüren. Hier, nimm das. Wir nennen das den Schurkenblick. Rat mal, was er kann. Erinnerung stehlen? Ich meine, wer braucht sowas? Der Schurkenblick kann alles, Baby. Geheime Botschaften hinterlassen, Beute verbergen, Punkte markieren, Fallen stellen. Jeder Schmuggler bei den Schurken hat so ein Ding. Und jetzt hast du auch eins. Wie gesagt, die Schurken haben nach dem Fragment gesucht, während sie die örtlichen KDK angriffen. Mit dem Schurkenblick kannst du sie aufspüren. Ich habe etwas Beute in der Gegend versteckt. Probier den Schurkenblick gleich aus. Schau einfach durchs Visier. Okay. Da, Schurkenblick. Hast du das gesehen? Zieh auf. Ach, egal. Zieh irgendwo hin. Okay. Ich sehe nichts. So. Hier, nimm. So. Okay. Warte, 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 warte. Habe ich richtig gelesen? Unbegrenzte Magazingröße. What? Who the what now? Warte mal. Okay, aber das ist geil.
unbegrenzte Ding ist. Wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs. Erinnerst du dich an dieses Video, in dem Troy deine Sirenenfreundin voll krass umgebracht hat? Wie sollen wir das nur überbieten? Ich weiß nicht. Töten wir ein paar Waisen oder vielleicht Welpen oder wir schicken einen Haufen Welpen in ein Waisenhaus und brennen es nieder. Was für ein Dilemma. Wie halten wir die Opfergaben am Laufen? Oh, Terry, vielleicht sollten wir unsere Anhänger entscheiden lassen. Eine Mordumfrage. Gefällt mir. Ich muss los, Superfan. Die große Kammer ruft. Schon bald werden wir Götter sein, ihr Pisser. Bis später. Da unten ist irgendwas Rotes auf der Map. Und ich weiß nicht, was das ist. Achso, jetzt sehe ich es erst. Es ist eine Raute. Wunderbar. Yeah. Du wirst das gut einsetzen, ja? Dann. Da kommen sie! Klatsch. Viel Glück im nächsten Leben! Noch jemand? Was denn? Bitte? Krypto ist auch immer geil. Vor allem, wenn ich das dann kombiniere mit dem, was ich dann später bekomme, das Damage erhöht wird auf verlangsamte Feinde. Das wird ganz cool. So. Was Lilanes? Was ist das? Eine Pistole. Ja. Die kenne ich sogar. Naja, dann versuchen wir es mal mit der Spacey-Pistole. Intelligentes Geschoss. Tracker-Pfeil. So viel der Damage machen, macht er gar nicht. Na gut. Der da hinten. Die haben ein Gehirn? So.
den Bernsteinsumpf, aber meine Crew hat einen geheimen Eingang geschaffen. Finde ihn mit dem Schurkenblick. Schieß weiter auf die Markierungen. Achso, gibt's noch eine Markierung? Gut. Okay, nächster Halt, Bernsteinsumpf. Bernsteinsumpf. Aber das gibt's dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye. Willkommen im Bernsteinsumpf. Vor langer Zeit hat ein Jacobs, dessen Name mir entfallen ist, im Sumpf nach Öl gebohrt. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein öliger Friedhof. Egal, die Schurkenbasis sollte gleich da vorne sein. Wir müssen Archimedes, den Anführer meiner Crew, kontaktieren. Er wird sich um alles kümmern. Okay, aber jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.